Moin Leute und willkommen zurück zu meinem Let's Play von The Wind Waker HD. Ja, wir haben letztes Mal auf Portemonnaie die Insel erkundigt. Wir haben Tingle befreit, die Fotobox gefunden. Und die Grafik sieht echt geil aus. Das muss ich schon sagen. Geh weg, du Scheißmöbel. Ja, eben was. Ja, viel mehr haben wir auch wieder nicht gemacht. Ja, das Segel natürlich geholt, weil sonst wären wir ja nicht weit gekommen. Und ich gehe jetzt mal darauf. Und sehen mal, was da oben so läuft. So, was haben wir da? So. Ja, that was easy. Yeah, truly. Mal sehen, was wir denn da so haben. Wahrscheinlich nichts Spezielles. Ja, 20 Rubine. Geht so, ne? Also ich muss schon sagen, es sieht geil aus. Seht mal die Aussicht an. Ja, auf jeden Fall sind wir spielen wir das Spiel nicht wegen der Aussicht, sondern ja, wegen des Spiels eben. Wo muss ich denn eigentlich hin? Okay, ich fahre schon richtig. Das ist okay. Das ist gut so. Ich hoffe. Oh shit, so das. Egal. Ja, bist du jetzt stehen geblieben oder fährst du eigentlich weiter? Nicht der stehen geblieben. Was er eigentlich meint. Ja. Ich hoffe, man bekommt das schnelle Segel. Bald einmal. Also damit man schneller reisen kann. Land in Sicht! Das ist dein Zielort, die Insel Draconia. Ja, das sieht mal atemberaubend aus. Auf dem Berggipfel dieser Insel wohnt der Hüter des Himmels, der Drache Valu. Oder Valo, oder Valu, Balu, M. Deine Aufgabe ist es, diesen Drachen zu treffen und von ihm das göttliche Artefakt Dienst... Diamond... Ist ja nicht Diamond... im Empfang zu nehmen. Wie du den Drachen treffen kannst, fragst du besser die Bewohner dieser Insel. Das Volk der Orni. Ist klar, Chef. Ach ja, einen Moment noch. Dies ist der Tagshot, der in längst vergangenen Tagen dazu benutzt wurde, den Göttern gefällige und bußfertige Musik darzubringen. Je nach Verwendung ist es möglich, die Kräfte der Götter auf seine Seite zu haben. Aber ich weiß nicht, ob er noch über diese Fähigkeit verfügt. Nun, zu irgendetwas wird er schon zu gebrauchen sein. Warum schwingst du ihn nicht einfach mal? Probe halber. Versuch dich zuerst am Dreiertakt. Lass linken ungeangetan schwingenden Taktschock mit Hilfe von R in Richtung passend zum Rhythmus. Okay, ich muss doch im Rhythmus sein, ne? Viertakt, halte und schwinge einen Taktschock. Und rechts haben wir einen Sessel. Unten. Ah, okay, das bleibt. Okay. Egal. So. Das ist das Link. Für den ersten Mal wirkt das sehr beachtlich. Hältst du noch üben, kannst du nicht sagen, also merk dir das schon mal für später. Ist klar, Chef. Stock des Windes. Das tönt auf Englisch schon auch viel geiler.
Also zuerst einmal wählen wir. Wo ist der Talkshop? Da ist. Kann ich den. Ach so, den kann ich so aufrufen. Okay. Hör doch auf. Hör doch auf. Okay. Egal. Ich wollte nur etwas ausprobieren. Da hinten. Aber. Hätten wir ein Lied. Moment. Ah, doch, eben. Oben links rechts. Du hast das Lied des Windes erlernt. Jetzt braucht man ja eh nicht mehr. Früher hat man es gebraucht, um ja, die Windrichtung auf dem Meer zu ändern und damit man eben genug schnell ist. Und da kommt gleich ein fliegender Frosch vorbei auf Jindo-Jun von Goku. Wirklich ein mustergültiger Wind. Gestatten Sephos. Meines Zeichen, Gott des Windes. Bist du der neue Meister des Windes? Für dein erstes Mal zeigst du aber schon beachtliches Windverständnis. Junge, du gefällst mir. Das Lied, das du eben erlernt hast, ermöglicht es dir, die Richtung des Windes nach Lust und Laune zu verändern. Der Wind kann je nach Verwendung für gute, aber auch für böse Zwecke eingesetzt werden. Beschämterweise verlor mein Bruder Zyklos die Beherrschung, als jemand sein Denkmal zerstört hat. Da lässt er nur auf hoher See einen furchtbaren Wirbelsturm toben, der die Seefahrer in Gefahr bringt. Solltest du auf See als auf einen Wirbelsturm treffen, dann bring meinen Bruder doch bitte wieder zur Vernunft. Möge der Wind mit dir sein, Junge. Adios. Ja, gehen wir mal wieder zurück. Ich dachte, das ist überall Steine, aber mit denen kann ich leider nichts anfangen. Noch nichts. Au! Ich will ihn doch nur... Ach so, ich muss ihn so ablegen. Alles klar. Wirf! Hat nicht gereicht. Ah, Moment, da oben hat es noch eine Bombe. Also erst einmal legen wir den da hin. Da unten hat es zwar nichts Interessantes, aber dennoch... Ja, das war nicht geplant. Ich bin mir noch ein bisschen zu fest an Ocarina of Time gewöhnt. Da kann man das Schild... Ups. Also ich fehle gerade, Boss. In Ocarina of Time kann man ja einfach so nach unten drücken und dann nimmt er das Schild. Ja, doch. Ey, Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Mein Gott! Link, was soll die Scheiße? Also. Alter, no comment. No fucking comment. So, endlich! Mein Gott! Geh wieder auf. Ey, jetzt quetsch dich! Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Ich bin echt zu dumm für das Spiel. Wie für jedes andere Spiel eigentlich auch. Irgendwie. So, ich habe vorhin den falschen Knopf gedrückt. Aber pst. Das weiß niemand. So, endlich. Bombe nehmen. Hinlegen. Weglaufen. Und durchgehen. Hallo, Vogelmensch. Wie geht's dir denn heute so? Link, sei mir gegrüßt, Link. Du bist wohlauf?
Also, wohlauf. Aber sag mir, wie hast du es nur geschafft, hier heraufzukommen, so ganz ohne Flügel? Und was ist mit deiner Schwester? Ja, sag nichts, ist gut. Verstehe. Aber mach dir keine Sorgen, es geht dir bestimmt gut. Aber Link, was hältst du davon, mal bei uns zum Stammesführer vorstellig zu werden? Ich habe allen von deiner Tragödie erzählt und sie haben sich sehr besorgt und voll Anteilnahme gezeigt. Ich bin mir sicher, unser Stammesführer wird dir mit viel Verständnis und Hilfsbereitschaft begegnen. Am besten, ich gehe schon mal voraus und setze ihn über dein Kommen in Kenntnis. Komm später einfach nach, Link. Also dann, ich erwarte dich. Ja, flieg schon weg, Kumpel. Alter. So, gehen wir mal weiter. Hallo miteinander. Wie geht's euch heute so? Und konntet ihr herausfinden, warum der große Valu so aussichtlich ist? Oh, du musst Link sein. Larselli hier hat mir alles erzählt. Du hast mein vollstes Mitgefühl. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, zögere bitte nicht, mich darum zu bitten. Ich werde alles für dich tun, was in meiner Macht steht. Allerdings sehen wir uns auch gerade mit einem unangenehmen Problem konfrontiert. Ist dir der wütende und tobende Drache auf dem Berggipfel aufgefallen, als du zu unserer Insel gekommen bist? Wie du ja weißt, sind das Fliegen und die Lüfte das tägliche Brot des Volkes der Orni. Was du vielleicht nicht weißt, ist, dass wir den Drachenberg besteigen und vor dem großen Valu eine seiner Drachenschuppen überreicht bekommen. Sobald wir das Erwachsenenalter erreichen, diese ermöglicht es dann, dass uns Flügel wachsen. Aber seit kurzem ist es sonst so sanftmütige Valu ganz außer sich vor Wut. Und man kann sich ihm in seiner Rage gar unmöglich mehr nähern. Dies hat zur Folge, dass die Flügenkinder dieses Jahr nicht auf den Drachenberg zum großen Valu gehen und ihre Drachenschuppen in Empfang nehmen können. Somit werden ihnen keinen Flügel wachsen und sie können nicht gemäß der Tradition unseres Volkes leben. Und als Stammesführer der Orni ist es da im Moment meine dringendste Pflicht, dies für mein Volk vorherrschende Problem zu lösen. Ich bin wirklich untröstlich, aber dein Anliegen wird leider warten müssen, bis diese Angelegenheit ausgestanden ist. Ist gut. Werter Stammesführer, vielleicht wäre es eine gute Idee, Link in der Zwischenzeit wegen der Sache mit eurem Sohn Komori um Hilfe zu bitten. Wie ihr ja selbst sehen könnt, steht hier ein tapferer junger Mann vor euch. Ich bin davon überzeugt, dass Komori sich ihm öffnen wird. Da magst du recht haben. Ja. Du musst wissen, mein Sohn Komori ist ebenfalls im Flügelalter und müsste sich unbedingt seine Flügel wachsen lassen. Doch leider hat er sein sehr ängstliches Gemüt. Aufgrund dieses Zwischenfalles mit Valu hegt er nunmehr gar keine Hoffnung, seine Flügel zu bekommen. Glaubst du, du kannst mir helfen? Vielleicht geht ja ein wenig von deinem Mut auf ihn über, wenn er dich kennenlernt. Darf ich dich darum bitten, meinen Sohn zu treffen? Na klar. Danke. Das ist sehr großzügig von dir. Wir werden ebenfalls alles daran setzen, unser Problem so schnell wie möglich zu lösen, damit wir danach dich in der Notlage unterstützen können. Ich möchte, dass du meinen Sohn etwas Bestimmtes überbringst. Ich habe es einem Mädchen namens Medoli in Verwahrung gegeben, also frage sie bitte danach. Vielen Dank nochmals für deine Hilfe. So viel reden. Ach ja, Link, ich habe hier noch etwas für dich. Ich hoffe, du kannst es gebrauchen. Du hast die Posttasche erhalten. Danke vielmal. Find sie in dem Zimmer oben. Mit Valu ruhig und kümmert bitte um Komori. Alles klar, Chef. So, gehen wir endlich mal nach oben. Sie wäre da. Ja, da wäre sie, aber ich will das Minispiel da machen. Oh, das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Bla bla bla. Moment mal.
21. Du hast einen Job. Man bekommt doch hier irgendwie noch ein Herzteil oder so, oder nicht? Ich bin der Meinung. Okay. 20 Stück. Nein, ich Idiot! Ah, egal. Also. Okay. Das war absolut nichts. Ich habe es jetzt so oft probiert, aber es kam nichts dabei raus. 25 Mal hätte ich diese Briefe in das Teil werfen sollen, aber ja, ich habe es nicht geschafft. Auf dem Gamepad ist es einfach sauschwer. Ja, ich habe hier einen Brief erhalten. Wie ihr seht, habe ich 308 Rubine. Vorhin hatte ich weniger als 100. Komoris Zimmer. Ja, okay, ja, ich muss zu dem. Ja, ich werde nachher kommen, keine Angst. Zuerst muss ich zu Komori gehen. Eben, ich habe jetzt über 200 Rubine durch das Failen da ergattert. Ich bin x-mal auf 24 gekommen. Ohne Fehler. Das heißt, ich müsste einfach viel schneller sein und das habe ich nicht geschafft. Ey, jetzt hör mal auf. Wer bist du denn? Du hast keine Lust, Alter, du kannst doch mal. Den Brief habe ich da. Hier, sieh mal, ein Brief. Ein Brief? Ja, von meinem Vater. Ist nicht schwer. Reden ist nicht schwer, handeln aber sehr. Na, ich? So, also, gehen wir mal zum Eingang da oben, wo Melody mich wollte. Autsch. Wo ist sie? Also da bin ich falsch, wo ich jetzt bin, das ist klar. Ausgetroffen, bla bla bla. Muss ich nach unten oder nach
oben. Ich denke schon dadurch, ne? Ja, nee, dadurch kann ich noch nicht. Okay, das heißt, ich muss da nach unten gehen. Wo der Sandsturm in einem Haus tobte. Dadurch? Moment, was sagt er da? Okay, ich denke schon, dass ich dadurch muss. Ich hoffe es. Yep. Da unten ist Melody. Hallo. So. Du bist ja tatsächlich gekommen. Ja, das bin ich. Früher war ich noch Teil gestern. Gerne, ich werde dir helfen, darüber zu kommen. Darüber, oder? So, komm schon, Wind. Das ist falsch. Moment, ich muss eh darauf, glaube ich. Alter, kann der Wind mal kommen? Das ist die falsche Richtung. Jetzt. Yes. Vielen Dank. Gib mir schon das, was ich brauche. Eine Flasche. Von einer Flasche bekommen. Danke vielmals. Das bleibt doch kein Geheimnis. Ich werde es jedem erzählen gehen. Die Flasche haben wir hier. Moment. Ich kann ja das hier so, so. Gut. Ein bisschen Wasser nehmen und jetzt da oben, wo die Bomben waren, beziehungsweise die ausgetrockneten Bomben, werden wir jetzt das Wasser rübergießen gehen. So. Und wie es das Spiel so will, wächst da gleich... Ups. Nee, perfekt getroffen. Yeah. Ja eben. Ich leere ein bisschen Wasser rüber und... Ja. Die Bombe wächst innerhalb von Sekunden. So, und auch das Wasser füllt sich auf innerhalb von Sekunden. So, gehen wir mal darüber. So, jetzt muss ich das hier nur treffen. Perfekt. Und auch das hier treffen. Nee, überhaupt nicht perfekt. Kann ich das von hier aus treffen? Ups. Autsch. Fail. Wo bin ich jetzt? Alter, willst du mich verarschen oder was? Mein Gott. So, nochmals. Ha! Alter, Profi im Korbball. Aha, kannst du nochmal eine Treppe raufrollen? Mein Gott. Und der Draco Sanctuarium.
sind wir nun endlich angekommen. Bevor wir mit dem Tempel da loslegen, muss ich euch leider eine traurige Nachricht mitteilen. Und zwar ist es schon zu Ende mit dem Part hier. Aber ihr müsst nicht lange warten, bis der nächste erscheint. Bleibt also gespannt und wir sehen uns im nächsten Video wieder.